Hi und willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Wir sind hier stehen geblieben im zweiten Dungeon und ich finde hier gerade auf diesem Drachenkopf ein paar Bombis, die auch mal aktiviert werden wollen. Vielleicht helfen die uns bei unserem Problem. Wir kommen nämlich nicht weiter. Und ja, es scheint was gebracht zu haben, und zwar sein Auge ist ab oder was auch immer es darstellen soll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Auge. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Kann ich da drauf springen? Ich soll sogar drauf springen. Wow, Link, dass du dich das traust. Also ich hätte mich das niemals im Leben getraut. Krass. Kann ich abspringen? Oh, ja, kann ich. Okay. Sehr interessant. Ist hier nichts? Ein Rubin. Toll. Ich will nichts bekommen. Denkst du? Ja, komm, gib mir den einen Rubin noch. Ah, als ob. Als freaking ob. Ja, ja, ich verstehe das schon. Stell drauf und dann. Wenn man timen kann, ist man klar im Vorteil. Aber halt schnell drauf. Ah, okay, er war, okay. Ja, und jetzt bitte keine Cutscene zeigen, sonst kann ich ja nicht mehr drauf. Nein! Das fühlt sich aber ein bisschen veräppelt hier. Um es mal ganz lieb auszudrücken. Also, das war jetzt aber nicht okay, Spiel. Hä? Komm, gib mir den Schatz, den ich verdiene. Ein goldenes Schmuckstück. Nutzlos! Müll bekommen. Ganze Arbeit für nichts. Jetzt bin ich fast tot, deswegen. Toll. Ist ja zumindest ein Herz drin. Gar nichts. Einfach gar nichts. Oh Gott. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich kann das Ding. Was? Wie machst du das, Link? Du bist aber echt heftig, Link. Dass du das hinkriegst. Vielleicht verzieht sich der Gegner, wenn ich versuche, ihn anzurempeln. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, spring! Oh Gott, ich bin ja fast tot. Muss wirklich aufpassen. Verfluchen Sie sich da! Ich hab sie bestimmt schon verloren! Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Fairy. Gut, dass ich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Bombentasche? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Dann bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Oh. Und in diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bringen Sie mir bitte wieder. Die Bombentasche also. Mhm. Hast du was damit zu tun? Nein, ich wollte, zack, weil ich wollte auf ihn drauf, aber er war schon tot und das habe ich nicht gemerkt und ja, ich muss mit meinem Leben bezahlen. Egal, eine Fee haben wir noch für den Boss. Eine Fee sollte immer da sein. Wenn man in einem Zelda-Spiel gegen den Boss kämpft, sollte man immer eine Fee dabei haben. Ist einfach besser und safer und sicherer und alles. Ah? Ist hier irgendwo ein Loch zum Graben? Nee. Dann müssen die Bomben was damit zu tun haben. Weil ohne Grund sind sie ja wahrscheinlich nicht hier. Ja. Gut, das ist mir auch nicht aufgefallen. Ich könnte auch einfach den hier machen. Das reicht schon? Von der. Okay. Von dem Abstand reicht es anscheinend schon. Na gut. Somit komme ich weiter. Und. Oh, es gibt einen Kampf. Zwischen Boss. Für einen Mini-Boss. Wie man es auch nennen will. Das sind zwei Exalfosse, glaube ich. Richtig? Richtig. Die Gebrüder Grimm, also, ja?
Kikli und Nocturne hier. Wow, ouch. Also, die können Feuer spoilen. What? Ah! Falsches Ding. Unten. Halt still. Das juckt ihn nicht? Das juckt einfach nicht. Okay. Dann, einfach drauf! Autsch. Einfach drauf! Fuck. Nein, renn. Folgt ihr mich? Ne, die haben auch selber Schiss. Hä? Was passiert denn jetzt? Okay, die taunten mich nur. Oh Gott, die sind schlau. Die sind tatsächlich ziemlich schlau. Einen habe ich. Und ich habe seinen Schweif bekommen. Das einen Eidechsenschwanz erhalten. Dieser Eidechsenschwanz mit Stacheln, die in der Kugel am Ende lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Vielleicht in einen Morgenstern. Zum Angreifen, bitte. Das wäre ganz nützlich. Dankeschön. Und du stirbst doch bitte. Autsch. Da kommt er mit seinen Street Fighter Moves. Was? Der geht voll ab. Das hätte klappen können. Ich habe wirklich Angst. Ja. Da ist er down. Das war echt schwierig. Puh. So. Und jetzt gebt mir meinen verdienten Preis. Ich erhalte die Bombentasche, die ich gefunden habe. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Sie ermöglicht dir das Vordringen an Orte, die dir sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob er sie dir leiht. Ha? Ich kann Donnerblumen einfach mitnehmen und die explodieren nicht? Oh, wie geil. Richtig geil. Oh Gott, ich bin so angeschlagen. Ich bin fast tot. Was ich nicht alles für Ferry mache. Ferry, mein Kumpel. Meine Bombentasche! Vielen Dank. Dann gib sie mal her, ey. Moment, soll sie dir leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Immerhin hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierher gewagt. Da fällt mir ein. Hast du meinen Kumpel gesehen? Er ist nach Hause gegangen. Weiß nicht. Macht sich Sorgen um dich. Hat sich also Sorgen um mich gemacht? Das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut. Da hast du sehr viel Spaß damit. Dankeschön. Ferry hat sie dir netterweise überlassen. Beseitige mit ihr Hindernisse. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Dankeschön, Bruder. Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier mit. Danke, du hast 5 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Nimm Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Habt ihr gelesen? Wenn du keine Bombe mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In der Tasche passen 10 Stück rein. Wenn du so Donnerblumen findest, solltest du deine Vorräte auffüllen. Ja. Wie geht denn das? Einfach nehmen? Verstauen. Einfach mitgenommen. Gleich links so aufgeschlitzt, weil da komplett von den Bomben überwältigt wurde. Ja, wir nehmen mal 10 mit insgesamt. Dann haben wir schön was zu tun. Oh Gott, ja, Link, ich weiß, du bist angeschlagen, bist ganz am Bluten, bist die ganze Zeit das Geräusch von. Oh, die Fledermaus könnte böse werden. Ich will nur das Herz. Oh Gott, das roll ich mit. Ah, verdammt. Ja, komm, egal. Hä? Wieso springt er ab? Hä? Ja, jetzt
jetzt werde ich sterben. Oder muss ich manchmal Link kurz Pause machen lassen, weil ich ihn zu weit gebracht habe? Ah. Wo ist denn das Viech? Okay, ist wieder zurückgeflogen. Na, ist gut. Map. Lass uns mal in die Mitte erstmal gehen. Mal gucken, ob wir in der Mitte weiterkommen. Hopp. Hier kann ich speichern. Kann ich mich auch irgendwo hinsetzen? Das wäre ganz nützlich, wenn ich mich irgendwo hinsetzen könnte. Ich rede ganz schnell. Und ganz schön viel. Aber nein. Hey. Was ist denn? Kann ich graben? Danke, dass du mir das zeigst. Das ist nämlich ein Herz. Und noch ein Herz. Oh, da muss ich das blöde Geräusch nicht mehr hören. Oh, Gott sei Dank. Hey! Was? Wie entzünde ich die denn? Oder explodieren die sofort? Okay, da kann er einfach drauf landen. Das ist ja ziemlich nützlich. Na gut. Das war ziemlich unfair. Ja, ich bin tot. Was soll ich sagen? Den kriege ich niemals No-Hit hin. Dafür brauche ich schon jahrelanges Training. Ich kann es gerne versuchen. Aber ich werde es nicht hinkriegen. Nee. Ja, guck dir das an. Letzte Fee. Ich habe keine mehr für den Boss. Das ist allein deine Schuld. Also musst du dafür strafen. Dreckiger. Ich will deinen scheiß Schwanz nicht. So. Neuer Raum. Was gibt es denn hier Schönes? Gucken wir mal einfach komplett um, weil warum nicht? Oh, die 2 Rubine, heftig. Upgrade, Leute, Upgrade. Hä? Wie lange muss ich denn die graben? Wow. Ich hoffe so sehr, dass ich noch irgendwo eine Fee finde, weil sonst bin ich ziemlich am Popo. Ja, man möchte nicht am Popo sein. Ganz sicher nicht. Ja, komm, ihr seid nicht so schlimm. Mit euch werde ich fertig. Wow. Das ist böse. Während das auch noch abgeschossen werde vom Feuer. Der ist tot. Hopp. 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 Ja, denkste, denkste. Ja, ja, ja. Denkste. Muss ja aufpassen. Hoch, hoch. Okay. Hier bin ich sicher. Nicht ganz. Aber jetzt bin ich sicher. Auch nicht. Da haben sie sich wohl verschanzt in dem Vulkan. Und wo sind wir hier? Tempel. Im Tempelvulkan. Vulkantempel. Gut. Okay. Na, warte, bevor wir die Truhe holen. Könnte hier ja noch irgendwas Schniekes sein? Nee. Wirklich nichts. Schade. Manchmal befindet sich ja in Vasen ein paar Feen, aber hier sind leider keine. Aber dafür meine Karte! Ja, okay, so riesig ist es gar nicht. Das ist ja gar nicht mal so riesig. Okay, hier sind 3 Herzen, sehr schön. Weil da kriege ich es ein bisschen spät. Na egal, besser spät als nie. Na gut, das bringt mir sowieso nichts mehr. Das ist ja auch egal. Okay, aber hier kriegen wir die Dungeon-Karte. Jetzt müssen wir zum... Jetzt haben wir die Dungeon-Karte. Und jetzt wissen wir zumindest, wo wir lang müssen. Link, Alter. Du bist heute echt lebensmüde. Meine Güte. Ein bisschen mehr Schlaf würde dir nicht... schief tun und nicht gerade tun. Keine Ahnung. Da möchte ich gerne lang. Kann ich da auch lang?
Finden wir es da raus? Kann ich hier drüber? Ja, komm, hier lang. Kann uns doch gar nichts anhaben hier. Autsch! Verdammt! Ah, ich brenne! Okay. Noch eine Truhe. Mit etwas coolem Namens. Einer blauen Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Immerhin. Und was Neues? Okay. Nicht das, was ich erwartet habe, aber... Was habe ich denn auch hier erwartet, um ehrlich zu sein? Naja. Hier gibt es noch zwei Löcher. Ich habe das Gefühl, die meisten Löcher sind nur Rubin, 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 Rubin. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So, ich dachte eigentlich, diese Löcher sind dafür da, dass da so Luft rauskommt. Aber irgendwie ist es irgendwie nur dafür da, dass man da nur 5 Rubine verstecken kann. Toll. Weißt du, für die chill ich da 10 Minuten. Oder was das sind. Komm her! Ja, Idiot. Okay, was ist das jetzt hier? Heute eigentlich auch auf der andere Seite. Muss ich mit dem Ball wieder hier rüber. Und dann kann ich den... Oh Gott, das ist ein ganzes Gebiet hier. Oder warte, was ist das denn hier? Komme ich da schon lang? Muss denn das hier? Das ist auch mit dem Ball. Okay, komm, auf den Ball. Genau, zack, richtig. Okay. Versuchen wir mal außen rum wieder zu gehen. So, ein bisschen stoppen manchmal. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Jawohl, noch ist alles gut. Trotzdem chill ich ein bisschen. Ich will es nicht übertreiben. Auch wenn es ziemlich cool ist, was wir hier machen. Schon ziemlich sick. Ja, da rennt er weg. Der rennt er weg. Ja, komm, ist auch egal. Okay, ich kann zumindest mittendrin stoppen. Das ist ein sehr guter Vorteil. Bevor du mir noch Ärger machst, mein Kleiner, schwindest du. Ja, der macht mir auf jeden Fall Ärger. Verdammt, ich komme hier gar nicht lang. Nee. Dann gehen wir erstmal hier lang. Würde ich sagen. Ha? Ist kein Weg. Wo soll hier denn bitte ein Weg sein? Karte sagt, hier ist ein Weg. Hä? Hm? Wie denn bitte? Da ist ein Weg. Ja, klar. Das ist aber der Weg hier. Das ist hier nur der Rückweg. Aber hier ist ein X. Das ist ziemlich verwirrend. Käfer! Optionen! Ja gut, hier müssen wir dann am Ende lang, wahrscheinlich. Gibt es hier irgendwas? Ja, das ist ein Exalfoss. Ja, Moment. Aber... geht es nicht irgendwie hier lang oder so? Oben ist ja auch nichts. Oder ist das hier, soll das hier unten dieses Loch hier darstellen, dass man hier eine Bombe reinschmeißen soll? Ich meine, okay, ich kann es ja mal rausprobieren, aber es wäre schon ziemlich weird, wenn das jetzt die Lösung wäre, weil das ist jetzt nicht so deutlich, dass da was reingeschmissen werden soll. Nur halt, wenn du die Karte hast, klar. Doch, ich glaube, das ist die Lösung. Aber das weißt du ja wirklich nur, wenn du die Karte hast. Oder wenn du das halt siehst und es mal ausprobierst. Na gut. Dann weiter geht's. Und hier müssen wir aufpassen. Oh ja. Außenrum, außenrum. Wir wollen nicht getroffen werden. Und du, mein Kleiner. Ja, komm, schieß doch, ne? Ja. Ja. Aufpassen, ich rutsche. I don't want to rutsch. Rutschen ist nicht so gut. Mag ich nicht zu rutschen. Aufpassen. Schickt sich extra hier.
weil wenn ich ihn schlage, dann schlage ich mich auch um mich rum und dann treffe ich vielleicht die Bomben. Das hat er geplant. Aber hier sind Bomben, das heißt, ich brauche sie. Wofür brauche ich sie? Zum Mitnehmen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich einfach nur zum Mitnehmen. Nehmen wir alle drei mit. Und machen weiter. Ha! Ja, ganz am Rand, denke ich mal. Knapp, aber ja. Was willst du? Hä? Was willst du denn? Hä? Gar nichts. Die werden auch immer lächerlicher, die Gegner in Videospielen. Hm. Was machen wir denn jetzt? Jetzt komme ich hier gar nicht weiter. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr lang. Es gibt einen Umweg. Ah! Schaut euch das mal an hier. Nein, was macht... Leg sie doch nicht hin, verdammt! Link! Das ist echt lebensmüde, ich sag's ja. Also, manchmal... Manchmal bei den Typen... Denke ich mir auch nur so, wow! Der Lag, habt ihr den Lag gesehen? Wie es geruckelt hat. Wie es gerade geruckelt hat, die Switch musste drauf klarkommen. Dass es vier Fledermäuse waren, vier kleine Gegner. Das war schon zu viel für die Switch. Oh Gott. Ja, komm, lass ihn einfach in Ruhe. Der kann mich jetzt sowieso nicht mehr ärgern. Oder nerven. Oder sonstiges. Und du bist auch kein Problem mehr. Schon lange nicht mehr. Okay. Abspringen. Kurz mich umschauen. Manchmal habe ich so ein bisschen kurz die Hoffnung, dass da vielleicht, naja, ihr wisst schon, eine Fee ist. Aber nope. Was muss ich jetzt machen? Karte sagt, einfach weiter lang gehen. Aber ich kann mir nicht einfach fangen gehen, also muss ich den Beetle bestimmt benutzen. Hier kann man saven, das ist schön. Stimmt, muss ich das so machen, oder? Ich versuche es nochmal. Leider ist halt Steuerung ein bisschen ein Problem. Wie man sich vielleicht denken kann. Ich denke, wenn man den einfach mit einem Stick bewegen könnte, wäre das viel simpler. Jetzt die blöden Motion Controls, die ich hier gerade benutzen muss. Und ja, das war richtig. Akku geht gleich leer. Komm schon. Nein! Ach, kurz kalibrieren. Mein Gott. Das ist nervig. Geh aus meinem Weg! Goblin, whatever. Das gleiche. Ja! Was? Ach so, hier ist das andere Ding. Okay, ich dachte gerade ganz kurz. Ich dachte gerade, was? Da war noch eins? Ne, es ist direkt vor meiner Nase. Und wisst ihr was? Ich schieße es einfach mit der Dekonissen ab. Okay. Egal. So. Endlich. Den beseitige ich mal ganz kurz, weil der könnte sehr böse werden. Na wohl. Das ist auch egal. Auch egal. Gehen wir kurz speichern. Erstmal müssen wir dann bei dem Bockbin vorbeikommen. Der hat uns gar nicht bemerkt. Und somit leider sein Leben bezahlen. Mit seinem Leben bezahlen müsste. Ein Herz hatte ich zuletzt. Oh Gott. Ich habe leider keine Feen und auch leider keine Tränke. Aber ich möchte jetzt ungern aufhören. Wenn ich jetzt aufhören würde, dann würde ich aufhören. Das fände ich gut. Nein. Komm ich denn hier lang? Achso, manchmal hört er auf. Verdammt! Renn! Renn! Das Herz, das Herz, das Herz, das Herz! Ja. Okay, das war ziemlich schwierig. Oh Gott. Wie funktioniert das überhaupt? Okay, ganz ruhig. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Von oben schauen ist dann besser.
Ist gar nicht mal so schwer. Link hat das voll drauf. Aber die Link, die Switch hat aber diese Federmäuse nicht drauf, deshalb schnell weg mit euch. Sonst laggt hier Link noch gleich runter und das wäre nicht so gut. Da ist ein Exalfuss. Aber bevor wir den jetzt angreifen, will ich erstmal den kleinen Kumpel hier umbringen. Nicht nur fürs Herz, sondern einfach, weil er sonst nerven würde. Aber ja, ich brauche das Herz. Wegen diesem kleinen Feller hier. Jetzt hab ich den nicht abwehren kann. Ich hab vor allem ein Schild. Kann ich den nicht. Ha! Das fühlt sich gut an. Oh, das fühlt sich gut an. Nein! Ach, egal. Das ist nur ein Herz. Ich bin bestimmt, das ist halt. Ja, okay, das ist halt wieder. Nicht so schlimm. So, und du gibst mir Geld. Mhm. Und weiter? Wo bin ich jetzt den ganzen Weg hergegangen? Hä? Also jetzt ohne Witz, wofür bin ich den ganzen Weg jetzt hier lang gegangen? Damit ich das hier machen kann. Oh, das muss ich reinschieben. Oh, verdammt, das habe ich auf der anderen Seite nicht gemacht. Oh nein, oh, oh, danke, danke. Danke, Spiel. Ach, zu gutherzig, mein Spiel. Mein süßes kleines Spiel. Meine kleine Cartridge. Kleiner als ein Nintendo DS Cartridge. Dankeschön. Okay. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Dungeons. Also, keine Zeit verschwenden und los geht's. Ha. Ha. Ah, die Vase nehmen wir noch mit. Weil hier vielleicht etwas Cooles in der Vase drin ist. Nüsse. Ganz alte Nüsse in der Vase. Ugh. Naja, dem es gefällt. Das erinnert mich ein bisschen an Luigi's Mansion 2. Bei dem Boss. Wie kommen wir denn da hoch? Was ist denn hier bitte los? Das sieht sehr komisch geformt aus. Wird schon einen Grund haben. Den müssen wir jetzt herausfinden. Also, lasst uns, wie gesagt, keine Zeit verlieren. Diese Löcher sind echt nervig, ne? Mittlerweile. Da kommt doch irgendwas auf mich. Ja, ich dachte es mir schon. Irgendwas kommt doch auf mich zugerollt. Oh, kurz chillen. Weiter geht's. Gut. Das meiste hätten wir hinter uns. Obwohl. Was? Oh nein, ouch, da brauche ich eine Bombe für. Da brauche ich eine Bombe für. Oder? Moment, wie mache ich denn das? Oh, was ist denn hier? Ja gut, hier kann ich ein paar Bomben mitnehmen, war ja eigentlich klar. Zack. Wie so Animal Crossing. Einfach so in so ein Blatt verwandeln. Aber beinpacken. Ganz easy und gechillt. Ist hier irgendwas, was mir helfen kann? Jetzt ist keine Herzen. Also Herzen sind schon toll, aber. Aha. Das könnte hilfreich sein, ja. Top. Ja. Ja, perfekt. Kleines Problem entdeckt, Freunde. Ein ganz kleines. Problem wäre, dass sie nicht direkt explodieren, sondern noch rollen. Oh, warte, hier ist die Challenge, oder? Das ist eine Challenge. Ich muss den rollen lassen und dann explodiert er von alleine. Richtig? Okay, warte, dann muss ich den ja hier rollen lassen. Wirklich hier hin. Ja, aber bitte nicht gegen die Decke.
Okay, besser, 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 besser. Okay, es zählt noch, es zählt noch. Ich wollte schon wieder abhauen. Hui! Nicht mit mir! Haha! Gute Sache. Gute Sache, gute Sache! Kann man ihn auch immer speichern? Ah, da hinten kann man direkt speichern. Okay. Alles gut. Jetzt kann ich mich hier verstecken, wenn hier die Falle ausgelöst wird. Die genau jetzt ausgelöst wird. Ja. Okay. Und heute genug geredet. Ich muss mal heute aufhören. Deshalb würde ich sagen. Habe ich deinen Bruder umgebracht? Sorry, der war am Schlafen oder. Allgemein schon längst tot. Na egal. Sorry, Bro. Ich möchte erstmal aufhören. In der nächsten Folge besiegen wir dann den Boss, der sich hinter dieser Tür verbirgt. Ach, wie kommt man da durch?